Vor 5 Jahren trat der Sender Leineherz in die Fußstapfen des Bürgerradios in Hannover. Am Anfang hagelte es heftige Kritik an dem Sender. Regionale Künstler und Kulturschaffende fühlten sich zu wenig in das Programm eingebunden. Musikfarbe und Programm wurden als zu kommerziell orientiert angesehen. Dann ist es still geworden um den kleinen Sender in der Hildesheimer Straße. Meine Kollegin Sarina Fischer hat ihn zum 5. Geburtstag besucht. Radio Leineherz 106.5 feiert Jubiläum. 5 Jahre ist Hannovers Bürgersender nun on air. Seit dem 17. Juni 2009 produziert ein Team aus Redakteuren, Moderatoren, Technikern, Praktikanten und Auszubildenden ein tägliches Programm von 6 bis 18 Uhr mit Themen aus Hannover und der Region. Ab 18 Uhr sendet Leineherz dann einen bunten Mix aus Sendungen, die von Bürgern produziert werden. Für den Start in den Tag ist der Morningshow-Moderator Oliver Ihn gemeinsam mit Naemi Lesten zuständig. Wir haben dann die Beiträge, die laufen, wir haben die einzelnen Gespräche, also Talk of the Town, über was spricht die Stadt, über was spricht die Region Hannover. Und dazu schreiben wir dann die Gespräche und dann geht das eigentlich immer ziemlich schnell. Dann haben wir noch so eine Promi-Rubrik jeden Morgen um 20 nach 6 und 10 nach halb 9. Da gucken wir nochmal, was ist los in der Stadt Hannover, was geht bei den Promis. Und dann sind solche 3 Stunden auch mal ganz schnell um. Ach, es macht einfach Spaß, diese Hörerbindung, das direkte Feedback. Radio ist einfach ein unfassbar schnelles Medium. Wir sind aktuell, irgendwas ist los, wir berichten sofort darüber. Und der Kontakt zu den Hörern, das ist einfach eine feine Sache. Und es macht einfach Spaß, den Wecker für die Region Hannover zu spielen. Programmdirektor bei Leineherz ist Achim Wiese. Er ist seit den Anfängen dabei und hat das Programm mit aufgebaut und weiterentwickelt. Für ihn kommt es auf regionale Vielfalt und Einzigartigkeit an. Da beziehe ich alle Themenbereiche ein, also Lokalpolitik, regionale Politik, also auch auf die Gesamtregion bezogen, auf gesellschaftliche Themen, gesundheitliche Themen und natürlich auch die kulturellen Themen. Also das bunte Programm und auch Themen, die woanders mal vergessen werden bei anderen Medien, die werden bei uns aufgegriffen. Die Musikauswahl bei Leineherz hat sich seit dem Sendebeginn vor 5 Jahren mehrfach verändert. Heute spielt der Radiosender eine Auswahl an Hits von den 60er Jahren bis zu den aktuellen Charts. Den Leineherz Musikredakteuren ist es zudem wichtig, auch Musikerinnen und Musiker aus der Stadt und Region Hannover zu unterstützen. Wir spielen Programm, was es, denke ich, so in der Region nicht gibt. Querschnitt durch alle Dekaden, wo wir uns typische Songs natürlich rausgreifen, bestimmte Hits, aber eben halt auch Songs aus der zweiten Reihe, die woanders nicht laufen. Ist das Schöne daran, wenn man als Musikredakteur Musik auswählt, dass man eben halt auch gucken kann, dass man den Leuten Musik nahe bringt, auf die sie selber nicht kommen würden, aber wir stoßen sie drauf und sie freuen sich. Und wir können natürlich die Musik viel früher spielen, als das andere Sender machen, die abwarten, bis die Songs bekannt sind. Leineherz-Geschäftsführer Georg May ist zufrieden mit der Entwicklung des Senders. Zum Jubiläum zieht er eine positive Bilanz und stellt fest, dass Leineherz sich als Bürgersender in der Region Hannover etablieren konnte. Wir haben on-air sehr viel erreicht. Wir haben eine durchgehende Tagesmoderation jetzt, 24 Stunden interessantes Programm, viele Nächte, immer bis 24 Uhr, manchmal bis 4 Uhr morgens, Live-Programm, eine eigene Nachrichtenredaktion, die immer auf 30 regionalen Nachrichten macht. Unglaublich viel spannendes Programm, mehr als 100 Sendungen jeden Monat. Wir merken einfach so, wenn man die ganzen Reaktionen anguckt, wenn man merkt, wer heute zu uns kommt, jeden Nachmittag ist eine Band hier, spielt live, jeden Vormittag haben wir welche soziale Einrichtungen, kulturelle Einrichtungen live hier. Ich glaube, die Leute, die hier in irgendeiner Art und Weise Kultur schaffen, die kennen uns alle. Das Jubiläum am Dienstag, 17. Juni, wird tagsüber im Radioprogramm und abends im Pavillon gefeiert. Zur Geburtstagsparty sind rund 200 Gäste aus lokaler Politik und Kultur eingeladen. Dazu gibt es Live-Musik. Gemeinsam mit den Leineherz-Hörern findet die Jubiläumsfeier einige Tage später im Rahmen der Fête de la Musique am 21. Juni statt. An der Marktkirche wird eine Leineherz-Geburtstagsbühne aufgebaut, auf der unter anderem Manu, Königswort und Aske Huck auftreten, um Radio Leineherz 106.5 ein Geburtstagsständchen zu singen.